Moin moin ihr Lieben und ein herzliches Willkommen bei Keruska Gaming. Ich bin der Greg und nach meinem Urlaub habe ich heute folgenden Coaster für euch vorbereitet und dabei wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ja, und mit Vampire melde ich mich zurück aus meinem Urlaub. Ein B&M Inverted Coaster, hochgeladen das Ganze von GM 1992 oder auch JM 1992. Hochgeladen am 20. August und den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und dann wollen wir uns dieses ganze Vampire Coaster Ding mal anschauen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, wo ich eben schon mal begonnen habe. Und ja, hier sehen wir schon mal das Eingangsgebäude. Hopp, runter bitte. Oder beziehungsweise das Stationsgebäude, das Eingangsgebäude ist es gar nicht. Der Eingang ist woanders, den zeige ich euch natürlich gleich. Aber auch schon hier sehr imposant mit dem großen Turm. Mit reichlich Feuer, mit einer wunderschönen Uhr, mit schönen Verzierungen. Und das geht hier genauso weiter. Ein kleiner, verwunschener Garten hier, wo es auch zu den Toiletten geht. Hauptsache, die Toiletten sind etwas moderner als das Ganze drumherum. Aber auch hier, wie sich dort die Bahn um den Turm windet, das sieht schön aus. Auch hier mit dem Bewuchs, mit der Vegetation. Auch das sehr, sehr nett. Hier auch der Tunnel. Wunderbar gemacht. Mehrere Inversionen. Das können wir hier natürlich schon mal auf den ersten Blick sehen. Und auch wenn wir hier rumgehen. Es sieht wirklich richtig nice aus. Und ich hoffe, die Fahrt kann uns dann genauso überzeugen, wie ich jetzt schon das Ganze drumherum hier finde, ja. Und hier steht auch nochmal Vampire dran. Und hier müsste auch gleich irgendwo der Eingang sein. Irgendwo habe ich ihn eben schon mal gesehen, als ich mal ganz kurz drumherum geflogen bin. So, hier sind nochmal Stände. Hier kann man sich nochmal... Ja, wahrscheinlich ist es besser, nach der Fahrt zu stärken. Sonst, ja, wird das etwas... Und... Hier haben wir den Eingang. Ist das richtig? Ist hier der Eingang? Ich glaube schon, dass hier der Eingang ist. Genau, hier ist der Eingang. Hier können wir mit unserem Pass durch, wenn wir mehr bezahlen wollen. Ansonsten geht es woanders her. Ich habe die Pfeile jetzt irgendwie gelöscht hier. Blöd. Da waren mal ursprünglich Pfeile, wo wir hergehen müssen. Aber dann würden wir uns mal an den Fastpass hier wenden. Und dann geht das relativ fix. Und wir sind in der Station... Voller Nebel, voller Licht mit einem großen Felsen, der hier irgendwie mittendrin ist. Ein Sarg steht hier. Was haben wir hier noch? Was können wir hier noch erkennen? Knorrige Bäume, Felsen. Wird ein bisschen schwierig sein, hier zu den Gates zu gelangen. Ja, mal gucken. Ah, hätte man vielleicht ein bisschen kleiner den Felsen wählen sollen. Aber okay. Wir wollen uns ja die Bahn mal angucken und wir wollen natürlich damit fahren. Das machen wir einmal im Hellen und einmal im Dunkeln. Und wir beginnen die ganze Geschichte natürlich jetzt einmal im Hellen. So, dann wünsche ich euch und mir schon mal viel Spaß beim Fahren. Ah, die Fledermäuse hier. Also, aus den DLCs was genutzt. Sehr schön. Die Fledermauskanone. Auch mit Musik hier, ein Soundtrack hinterlegt beim Coaster. Fährt sich bis jetzt sehr sanft. Hoffen wir, dass wir das den Rest der Fahrt auch noch so genießen. Jetzt geht es hier einmal um den Turm rum. Durch den Wald etwas abgebremst. Und dann geht es nochmal hier in eine Inversion. Da haben wir nochmal
Die Plagegeister. Und wir sind wieder in der Station. Ja, wunderbar, super, perfekt. Gefällt mir wirklich außerordentlich gut. So, wir stoppen das Ganze mal. Und würden uns jetzt einmal in den Ausgang begeben, der dann, wenn ich da durchgeraten bin, gerast bin, hier ist. Und hier sind wir wieder, wo wir schon mal am Anfang waren. Am Feuer vorbei und durch den Ausgang durch. Und dann wollen wir uns das Ganze natürlich auch im Dunkeln angucken. Wie sieht's da aus? Ja, sehr cool. Sehr cool. Also erstmal, dass man hier so ein bisschen das hier beleuchtet hat. Blut, so ganz leicht ist der Schriftzug noch zu erkennen. Alles in Rot irgendwo gehalten. Gefällt mir sehr gut. Auch hier die Geschichte. Sieht schön aus. Der Eingang kommt natürlich jetzt richtig genial hier zur Geltung. Durch das Maul des Hundes, Drachens, was soll es sein, geht es dann ja wieder in die Station hinein. So, gehen wir da nochmal kurz lang, auch wenn wir die Strecke ja schon kennen. Hup. So, und wir sind in der Station und hurra, hurra, die Station ist gut beleuchtet. Das freut mich natürlich besonders. Das ist ja oft so ein kleines Manko. Hier ist dann halt eben das Manko mit den Felsen. Aber da wollen wir mal rüber hinwegsehen und das Ganze noch einmal im Dunkeln fahren. So, dann lasst die Party beginnen hier. Mal sehen, ob da noch ein bisschen mit Effekten gearbeitet worden ist, was man tagsüber nicht sieht. Wobei man jetzt natürlich die Fledermäuse nicht mehr wirklich gesehen hat. Die hier einem am Anfang um die Ohren fliegen. Aber ansonsten sehr schön hier, das gefällt. Ah ja, da blitzt es ordentlich, wenn wir durch die Höhle fahren. Das hat man tagsüber dann nicht gesehen. Also haben wir da schon so ein paar Effekte mit drin. Ein paar Auslöser, die da gesetzt wurden. Auch sehr cool hier gemacht. Also im Dunkeln überzeugt die Strecke mich noch mehr als im Hellen. Auch wenn man diese Effekte, wie gesagt, mit den Fledermäusen leider nicht so sieht. Aber ansonsten ist das wunderbar gehalten. Vielen Dank. Achso, wir können es ja anlassen hier. Wir gehen zwar raus, aber wir lassen es an. Die Werte können wir uns nochmal eben kurz angucken, während hier die Achterbahn rausfährt. So. Da haben wir Spaß 5,09, Nervenkitzel 3,14, Übelkeitsrate 0,92. Okay, wie das immer zustande kommt, weiß ich nicht ganz. Ich weiß nicht, wieso hier nur die Übelkeit so gering ist. Für eine Achterbahn, das habe ich ja manchmal bei Wildwasserbahn schon. Nervenkitzel, ja, ich denke, der ist sicherlich gegeben. Also ich fände, die beiden Sachen wären hier absolut im grünen Bereich, aber okay. Die Ergebnisse können wir uns auch nochmal angucken. Wir haben eine Länge von 746 Metern. 68,6 Sekunden dauert die ganze Fahrt. Maximale Geschwindigkeit 87. Durchschnitt 39. Der tiefste Fall ist 27 Meter. Inversion haben wir 3. Und nicht einmal Airtime. Okay. So, dann begeben wir uns hier durch den Ausgang. Upp. Es tat weh am Kopf jetzt hier eben. Gucken uns das Ganze nochmal von außen an, wenn ihr diesen Coaster auch mal fahren wollt oder ihr meint, bei euch passt der perfekt in vom Theming her in euren Park, dann könnt ihr ihn runterladen, Link in der Videobeschreibung. Vampire heißt das ganze Ding und GM1992 hat das Ganze hochgeladen, vielen Dank dafür, ein absolut toller Coaster, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, also ihr hört jetzt wieder öfters von mir. Moviepark geht natürlich auch weiter. Wann ich da das nächste Video bringen kann, möchte ich euch jetzt noch nicht versprechen, aber ich denke in naher Zukunft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch das Beste aus dem... Was haben wir heute? Donnerstag.
aus dem Donnerstag. Morgen ist dann die Woche ja auch schon wieder geschafft. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.